Willkommen zur Schulung, wie auch immer, Review habe ich es jetzt mal genannt. Also um was geht es überhaupt langfristig? Zum Beispiel, was wir lernen werden, wie kann ich eigene Tabellen in Views integrieren und wie ist eigentlich der Best Practice dabei? Dann, wie erweitere ich die Anpassung? Also konkret, wenn ich irgendeine Query haben möchte am Schluss, wie erreiche ich das tatsächlich? Das führt dann dazu, zum Beispiel eigene Händler zu programmieren. Und so komme ich aber nachher dazu, noch was das genau ist. Ein bisschen Innereien, damit man auch ein bisschen so den Hintergrund versteht, um das dann, damit es einfach einfacher wird für einen, das tatsächlich benutzen zu können. Und am Schluss noch Plugin-Entwicklung. So ein Style-Plugin zum Beispiel. Ich glaube, das kommt ziemlich oft bei Kunden vor, wenn sie irgendwie ein JavaScript integrieren wollen, was irgendwie eine fancy Galerie oder so macht, ist es auch sinnvoll, das mal zu verstehen. So. Und zum Schluss hat mich Carsten noch darum gebeten, irgendwie D8 vorzustellen, beziehungsweise was sich da ändert. Wenn ihr Anmerkungen habt bezüglich Fragen oder so, immer sofort, wenn ihr irgendwas Spezielles irgendwie bei einem Projekt oder so wissen wollt, los, her damit. Weil dann sieht man es halt konkret, also noch wirklich an einem Real-Life-Use-Case. Und ihr habt ja auch was davon. Ne? Genau. Also, dann fange ich mal an. Also, was gibt es denn so in Views? Wie funktioniert ein View? Letztendlich gibt es ein Objekt, $View. Auf diesem Objekt ist jetzt alles gespeichert, was damit zu tun hat. Zum Beispiel ist gespeichert das Display, es ist gespeichert der Titel von der View, es ist gespeichert, ob es aktiviert ist oder deaktiviert ist. Jedes Plugin ist darauf gespeichert. Dann kommt noch dazu, was das zum Beispiel jetzt hier ist. Jeder Händler ist gespeichert und es ist ein Objekt, das wird benutzt, wird ausgeführt, das weiß alles. Das macht einfach uns alles. Das heißt, wenn wir irgendwas ändern wollen, müssen wir nur Teile dieser ganzen Objekte hier ändern. Wollen execute. Ja. Okay. Genau. Also hier mal ein kurzer Ablaufplan, wenn man oder sagen wir so, was macht ein View überhaupt konkret? Also nicht nur was gespeichert hat, sondern was macht ein View konkret. Es fängt an mit Laden, dann führt es aus und zum Schluss rendert es. Ja, ist jetzt irgendwie einfach. Das Tolle ist, dass das Views-Objekt selber überhaupt davon relativ wenig Ahnung hat. Also nehmen wir mal den Schritt Laden. Laden kommt alles direkt auf C-Tools. Nehmen wir den Schritt Ausführen, beziehungsweise die Query aufbauen. Das View-Objekt ist jetzt hier und hat verschiedene andere Unterobjekte. Und was das View-Objekt nur macht, sagt jetzt irgendwie dem Query-Unterobjekt, hey, gib mir mal bau mal die Query. Und die ist wiederum fragt alle anderen Unterobjekte. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Verhalten anpassen möchte, dann nimmt man, da muss man nicht irgendwie was groß altern, sondern man kann quasi eines der Unterobjekte ersetzen durch ein anderes. Das macht dann halt, was man möchte. Zum Beispiel ein Feld anders rendern und dann wird es halt anders gerendert. Also das Views-Objekt ist sozusagen eigentlich dumm. Kommen wir mal zu dem Display. Genau. Das Display ist letztendlich alles, was man hier jetzt in der Edit UI so sieht. Es hat einen Namen, also zum Blog, Page Master, und alle Einstellungen sind quasi von der View sind in diesem Display gespeichert. Sowas wie zum Beispiel das benutzte Style Plugin, die Felder, die Filter, die Sortierkriterien. Das ist alles auf dem Display gespeichert. Das muss ich mal schauen. Ich kann euch mal einen Export zeigen von der View.
Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeschaut habt. Also ich meine, Features kennt ihr ja alle. So lesbar? Okay, prüfen wir. Also jetzt soll ich das mal bringen. Also ich mich auf Jamme. okay, ja. So ist es letztendlich dann gespeichert. Man hat ein View-Objekt, mit einem View wird es erstellt, und werden die Basiseinstellungen gesetzt, die eigentlich alle nicht wichtig sind, weil was man haben möchte, ist zum Beispiel hier ein Sortierkriterium. Und letztendlich wird es hier auf dem Display gespeichert und dort gibt es halt ganz viele Untereigenschaften, wie zum Beispiel Sorts, dann ist Created, ist dann ein einzelnes Feld und hat dann entsprechend Werte. Was man hier zum Beispiel sieht, ist, dass sowohl Sortierkriterien als auch Argumente eine ID haben. Sie haben eine Tabelle und ein Feld. Also Tabelle und Feld entspricht letztendlich das, was dann im SQL steht. ID, diese ID created ist genau das, was hier steht. Das heißt, wenn man jetzt, also bei Feldern zum Beispiel, könnt ihr mal mehrmals irgendwie dasselbe Feld ausgeben. Oder zum Beispiel Custom Text. Wenn man zwei Custom Text hat, dann wird hier einmal als ID immer Custom unterstrich 1 unterstrich 2 stehen. Und das Feld hier wäre immer nur Custom. Ja? Field, ne? Der Punkt Field ist dann eigentlich nichts anderes als der Spaltname in der Tabelle, die ich annehme, richtig? Genau. Das heißt, wenn ich zum Beispiel versuche, jetzt ein Feld zu sortieren, dann wäre die Theme nicht Not, sondern die Tabelle des Feldes. Und Field wäre dann die Spalte, wo das eigentliche, was ich filtern will, drinsteht, richtig? Genau. Zum Beispiel Value. Bei Field würde dann Value drinstehen, weil viele Felder benutzen ja Value als. Ja, generell schon. Generell schon. Also das ist eigentlich noch ein bisschen, weil da liegt noch eine Ebene dazwischen, zwischen dem Table Field und dem, was SQL ist. Und das sind die sogenannten Views Data. Views Data letztendlich vermittelt zwischen dem SQL und den abstrakten Daten. Zum Beispiel eine Entity hat ja sowas wie abstrakte Felder. Ja. Aber die Felder sind jetzt nicht auf dem Node. Die sind in einer eigenen Tabelle. Und wie jetzt quasi ein Feld, also wie zum Beispiel ein Field-API-Feld intern quasi funktioniert, das wäre halt ziemlich kompliziert, mit nur so Spalten anzugehen. Deswegen wird da wiederum ein eigenes Objekt für erstellt. Genau, der sogenannte Händler. Händler ist einfach nur ein anderer Name für einen Klassenname. Eine Klasse. Ein Plugin wiederum, komme ich nachher noch dazu, ist quasi etwas, was man in der UI auswählen kann. Also im Vergleich, man sieht hier, das ist ganz schön kompliziert, in Drupal 8 sieht es zum Beispiel, ach ne, das ist gar nicht da, aber weil das Carsten jetzt gerade angesprochen hat, mach ich das gerade mal. Du schuld. Das ist das Pendant in Drupal 8. Und da sieht man, das ist YAML. Ja, okay. Ist halt nur so Plaintext. Und die Struktur ist genau gleich. Also man speichert hier auch diese Basissachen, wie zum Beispiel die Basistabelle. Ich will Nodes anzeigen, also ist die Basistabelle Node. Die Displays. Hier kommt dann die ID von dem Display. Ist jetzt Default, Page und so weiter. Und da unten sieht man auch schon wieder die Sortierkriterien. Bedeutet das, dass sozusagen Features in den 8-Core integriert wird? Richtig. Also die Sache ist tatsächlich, dass
Wenn man quasi in der UI irgendwie was abspeichert, wird es direkt schon ins Dateisystem geschrieben. Okay. Das heißt, genau. Mit Git... Konfigurationen sind nicht mehr in der Tabelle, sondern sind schon direkt als Dateien voll. Das heißt, genau. Das Feature sich gar nicht mehr, weil... Okay. Also, die Sache ist... warte mal, ich mache mal den Dateibaum auf. Also das Features-Modul wird ja um sinnvolle Tools, also auf sinnvolle Tools darum herum umgeschrieben. Das funktioniert doch nicht hier mit dem Autoscroll. Ach nee, richtig. Das ist ja. Also, ja, ist halt jede verdammte Einstellung drin. Also von irgendwie Breakpoints für Mobile Devices. Also das ist wirklich, ich habe nichts gemacht, das ist Drupal-Installation pur quasi. Speichert erstmal tausende Breakpoints und ja, auch sowas wie, schauen wir mal, System... Und die Files übrigens. Ja, gucken wir mal, File-Settings. Genau, das ist noch ein super Beispiel. Ne, was ist denn das? File-Settings. Bedeutet das jetzt aber, dass jedes Modul zum Beispiel sozusagen seinen eigenen Mechanismus integrieren muss, diese YAML-Datei zu erzeugen? Nein. Warte. Ja, genau, da ist doch eins. Also jedes Modul hat jetzt die Möglichkeit, einen Config-Ordner anzulegen. Okay. Und in dem Config-Ordner genau, legt man eine Datei an, zum Beispiel sysler.settings.yaml, hat dann bestimmte Werte, Standardwerte, also zum Beispiel, ich weiß nicht, was ist denn das jetzt hier? Sysler, okay, irgendwelche Einstellungen. Und hier ein Format, wie das in der Syslog geschrieben wird. Ist das dann sowas wie meine jetzige Drupal-Variable? Genau. Variable get wird es tatsächlich nicht mehr geben. Was stattdessen gibt, ist das Config-Objekt. Das Config-Objekt regelt es quasi sowohl eine View als auch eine YAML-Datei. Ich kann das kurz mal zeigen. Also die Datei ist jetzt syslog.settings. Wer jetzt syslog. Also man hat eine Funktion, die man aufruft. Ja, verstehe. Das wäre alles, was man dann benutzen würde. Kann ich auch damit anstatt Get Set dann benutzen? Klar. Das wäre dann so. Ja. Genau. Und dann würde ich den Wert, würde er für mich den Wert in die YAML-Datei rein. Genau. Das heißt, ich kann sozusagen für mein eigenes Feature sorgen. Ja, theoretisch schon. Also das Problem ist natürlich, wenn man jetzt das sich so anschaut. Dass du ja, genau, du hast alle Einstellungen von allen Modulen quasi da drin. Und das, genau dieses Verzeichnis benutzt es auch quasi als Storage. Also, das heißt, was man machen müsste, ist vielleicht, dass sowas wie Features noch wieder das die Fähigkeit dazu bringt, diese einzelnen Module zu exportieren und Features das dann letztendlich alles hier reinschreibt oder so. Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Also der Hayworker, der das macht, der meint eigentlich, ja, eigentlich reicht das für die meisten Leute. Aber ich weiß nicht, ob ihr, also verwendet ihr zum Beispiel Features zwischen verschiedenen Projekten neu? Oder beziehungsweise wiederverwertet ihr die Features? Bis jetzt nicht, ist zu kompliziert. Genau, weil es einfach schalten kann. Und die Kaskade geht ja auch. Und du kannst ja immer nicht Ableitung wieder von Ableitung werden. Ja. Und ich hoffe, dass das damit vielleicht irgendwie nachher zu lösen ist. Oder also damit würde ich mich mit dem neuen System nochmal beschäftigen. Mit dem alten System sind ja halt diese kaskadierenden Features eine Katastrophe. Aber ich glaube, und Paul macht da eine ganze Menge mehr oder anders als wir, ne? Ja, nehmen wir noch an. Also ich habe gehört, ihr habt doch Visivik irgendwie den Features ab in einem Feature. Achso, ja, das haben wir gemacht, ja. Oder so ein News-Teil, das du halt überall mal reinschmeißt. Ja. Oh, gut, das sind ja aber auch eher übersichtliche Dinge. Ich meine, so ein Visivik-Ding, das ist halt, klickst du dir einmal zusammen. Ein paar Strong-Arm-Settings halt, ne? Ja, genau. Mehr ist es ja nicht.
Dann kommen wir zurück zum Bus. Wir sind abgeschnitten. Ja, halt allerdings. Also auf jeden Fall ja. Den Jammelkrampf für eine sehr gute Ergänzung, nochmal abschließend zu sagen. Also ist auf jeden Fall besser. Ja. Also vor allem cool ist es wegen der Performance, weil das halt kein PHP, also wenn du so einen PHP-Export hast, muss der halt in das PHP reingeladen werden. Das heißt, du kannst es nicht mehr rausladen. Das sind PHP-Funktionen, die sind da halt jetzt im Speicher, wenn du sie benötigst. Wenn es ein YAML-File ist, dann, wenn das nicht benötigt wird, muss es auch absolut nie geladen werden. Genau. Und notfalls kann man auch irgendwie... Dann kannst du die Ressource wieder freigeben. Ja, genau. Das ist der... genau. Und... Ja. Das Parsen wird ja wahrscheinlich auch nicht so lange dauern. Ja. Das ist nur super einfach. Genau. Genau. Auch sowas wie also mehrere Ebenen wird einfach nur durch weitere Einrückungen erreicht. Ja. Und ja. Also notfalls kann man da auch noch irgendwie PHP... Also das wird tatsächlich in PHP gemacht, aber notfalls kann man irgendwie PHP-Extension nehmen, dann wird es schneller. Aber das ist nicht das Problem. Da gibt es weitere, größere Sachen. genau. Also wichtig ist jetzt zu mitnehmen, die Felder werden nicht auf der View gespeichert, sondern im Display. Also das ist genauso wie in der UI, das auch angedeutet ist, dass die Felder quasi zu dem Display gehören. Das heißt, wenn ich was ändern möchte an der View, muss ich das in dem Display ändern oder halt, wenn es tatsächlich dann ausgeführt wird auf dem View-Objekt. Mal schauen. Genau, jetzt wird es mal ausgeführt. Also, erster Punkt: Laden. Da kann entweder so ein Export benutzt werden oder steht in der Datenbank. In der Datenbank ist eine View tatsächlich ziemlich kompliziert abgespeichert. Es gibt da zwei Tabellen dafür. Es gibt einmal die Views-View-Tabelle, wo nur diese Basissachen wie Name, Tag oder Core-Version oder so drin steht. Und es gibt die Views-Display-Tabelle, wo für jedes Display eine Zeile angelegt wird. Das heißt, niemals in der Datenbank speichern, weil es halt ultra unperformant. Wenn man eine View laden muss und dann muss er eigentlich irgendwie fünf Zeilenresultate in der Views-Display-Tabelle nehmen, also immer exportieren, aber es ist ja, wenn man Features benutzt, kein Problem. Der nächste Punkt ist, dass der die Displays initialisiert. Ich hatte jetzt gerade erzählt, dass die Displays quasi separat gespeichert werden. Und jetzt ein Objekt, was diese gespeicherten Einstellungen verwaltet, ist es noch extra zu der eigentlichen Speicherung. Das sorgt das deshalb, weil es ein bisschen lazy ist. Das kann ich mal in dem Export zeigen. Also, hier hat man jetzt View und hier ist ein Display. Also View New Display liefert ein neues Display zurück. Und jetzt ist quasi, also es gibt Handler, das ist das eigentliche Objekt, was so die Logik beinhaltet, und es gibt Display, wo quasi nur die Einstellungen drauf gespeichert sind. Der Vorteil ist jetzt, dass abgespeichert wird quasi nur das Display. Wenn jetzt aber ausgeführt wird, dann wird so ein Handler, so ein Display-Handler erstellt mit den ganzen Optionen. Das ist der erste Schritt quasi. Der nächste Schritt ist, die SQL-Quelle zu bauen. Dafür, da das Display jetzt ja die ganzen Felder und so weiter kennt, lädt es die ganzen Felder und packt die in das View-Objekt. Dann fragt das View-Objekt alle Felder zum Beispiel. Möchtet ihr irgendwas zur SQL-Quelle beitragen? Dann fragt es alle Filter, ob es irgendwas dazu beitragen möchte. Alle Argumente. Und das macht es, indem es einfach nur eine Methode auf dem Objekt ausführt. So, was heißt das jetzt konkret? Konkret heißt es, wenn ich was anpassen möchte,
dann muss ich einfach nur dieses Feld austauschen durch ein anderes Feld. Dann wird die Methode aufgerufen und entsprechendes Verhalten wird das gemacht. So, danach wird es halt ausgeführt, dieses Resultat dann weiter verarbeitet und an die weiteren Displays irgendwie geschickt. Oder an die weiteren Plugins geschickt. Gibt es eine Zwischenschicht? Ich meine, so ein Display liefert das Ergebnis. Das ist für die, die View lässt die Query ausführen. Mhm. Und danach ruft es die Renderfunktion des Displays auf. Oben halt, richtig? Ja. Und dann musst du aber einen Zwischenhändler geben, damit das die Renderfunktion des Displays weiß, welche Werte es aus welcher Variable bekommt. Oder nicht? Ich meine, du sagst jetzt, du möchtest das Feld rendern. Ja, das weiß nur das Feld, wie das gerendert werden kann, sozusagen. Das weiß nur das Feld. Genau. Das letztendlich ruft es. Also, die Kaskade läuft dann so ab. Das Display ruft den. Also, das Display ist quasi die Beschreibung, wo in Drupal wird die View angezeigt. Wo heißt zum Beispiel in einem Blog oder in einem Page. Das Style-Plugin dann weiß tatsächlich, wie man es rendert, als Tabelle oder so eine HTML-Liste. Dann weiß tatsächlich nur das Wo-Plugin, wie eine einzelne Zeile gerendert wird, und nur dann wiederum weiß jedes einzelne Feld, wie das gerendert wird. Das Feld, was in... Zum Beispiel der No-Title. Genau. Ja. Das heißt, also der Punkt ist, die Objekte sind jeweils separat und das ist richtig, aber wissen Sie nicht Ihre Werte aus dem Result? Das Field, also zum Beispiel ein einzelnes Feld bekommt alle Results von der aktuellen Zeile und kann damit tun, was tun muss, sozusagen. Das ist eine gute Frage. Ich jetzt auch die Results von anderen Feldern? Ja. Und dann weiß ich das dann, welchen von den ganzen Feldern es ausgeben muss? Da komme ich nachher dazu. Ah, okay. Aber einfach gesagt, sagt das Feld dem Query-Plugin, hey, ich möchte ein Feld dazu, also ein Feld in der SQL dazufügen. Und dann liefert das Query zurück an das Feld so eine ID quasi, okay, mit dem es wieder die Daten nachher laden kann, was dann entsprechend dem Alias in der SQL Query entspricht. Komme ich nachher noch mehr dazu. Und am Schluss wird tatsächlich das View-Objekt noch aufgeräumt und man könnte es nochmal ausführen, wenn man möchte. Oder der Speicherwert, wie man es ausführen möchte. Wenn man das jetzt so in Code veranschaulicht, ist es eigentlich lesbar, die Größe? Ja. Oder zu dunkel oder so? Ein bisschen wenig Kontrast, aber ja, okay. Das leider halt so wie er ist. Ist ja egal. Ja. Ja, ich. Was muss ich denn da einlassen? Ja, das sieht so sehr anders. Ja, okay. Naja, egal, passt schon. Das sind jetzt diese Schritte, die ich vorher versucht habe zu erklären, nochmal in Code. Da habe ich eigentlich eine Zeit vergessen. Okay, also egal, wenn man ein View bekommt, kann man das zum Beispiel mit ViewSketView bekommen. Dann kann man verschiedene Methoden drauf ausführen. Was man eigentlich haben möchte, ist ViewPreview. Ist ein sehr schlechter Methodenname für das, was es tut. Weil was es tut, ist eine View rendern. Also ausführen, rendern. Und zwar genauso, wie man es machen sollte. Was Leute stattdessen benutzen, ist zum Beispiel ViewExecute und ViewRender. Aber wie man sieht, ViewExecute, da kommt ja noch Pre-Execute davor. Und Pre ist halt davor, deshalb das bedeutet halt, das wird nicht ausgeführt, wenn ich jetzt nur Execute ausführe. Dann gibt es aber auch noch Build, was nochmal vor Pre-Execute kommt. Vergessen dann Leute auszusehen auch. Deshalb wirklich nur Preview benutzen oder man weiß, was man tut. Wenn man Build und Pre-Execute und Execute ausführen möchte, muss man davor noch in den Display und in den Handles ausführen. Genau. Mit ViewDestroy löscht man dann am Schluss alles aus. Also könntest du hier quasi Preview ausgeführt hast, dann aber auch die Total Results
aus dem Objekt direkt aus. Genau. Genau. Ohne dass du jetzt den ganzen anderen direkt ausführst. Genau. Ja. Wir könnten das mal im Debugger oder so anschauen, wenn du Lust habt nachher. Ja, ich habe da genau. So ein aktuelles Ajax-Teil, was sowas tut. Okay. Und ich habe es also dann halt über Execute gelöst. Es hat zwar funktioniert, aber wenn es schöner anders geht, klar. Ja, also wenn du es selber machst, wirst du eigentlich pre-execute und execute ausführen und build davor. Aber es würde reichen, wenn ich da jetzt sage, ich nehme den View und packe da Preview ran. Also Preview rendert halt auch. Achso, das ist der fertige Zeitpunkt. Genau. Ach stimmt, das ist so irgendwie auch. Ich dachte, das mal render gleich. Genau, du kommst also in jede einzelne Zeile zurück. Und du bekommst, wenn du richtig, das eine unformatierte Liste genommen hast, als Ausgabeplugin mit einem Pager von 10 Elementen, dann würdest du eine unformatierte Liste. Ja, stimmt, ja. Das ist schon ein Unterschied. Gut, dann ist. Also, wenn du jetzt zum Beispiel davor, wenn du jetzt wirklich nur alle einzelnen Zeilen haben willst, ja, genau, dann, das müsstest du, dann müsstest du diese einzelnen Schritte machen. Gut, also, das habe ich auch so gemacht. Pre-execute und execute, rein theoretisch. Genau. Und dann hättest du im Recite die einzelnen Ergebnisse, allerdings auch ungerendert. Ja, das genau, halt genau. Und dann stehen die Felddaten zum Beispiel nicht drin. Ja, ich brauche es halt nur für einen Ajax-Call oder der View hat jetzt 10 Elemente. Ja, okay, prima. Genau, auf dem View-Objekt kann man auch noch irgendwie andere Sachen verändern, wie irgendwie die Anzahl an Items, die dargestellt werden, der Offset oder so. Für das Problem, was du beschrieben hast, also die Idee in Drupal 8 ist, quasi eine View auch tatsächlich so nach den Daten fragen zu können, im Sinne von, gib mir aber auch bitte die gerenderten Daten. Mhm. Als Await dann. Ich glaube, wir haben letztens den Fall gehabt, wir hatten die View, die gibt 6 Ergebnisse aus. Wir mussten jetzt aber, das war Kundenwunsch, sozusagen von bei den Ergebnissen nochmal was austauschen. Okay. Was Elemente ersetzen durch andere Nodes. Mhm. So, ich habe jetzt Pre-Execute dazu. Beziehungsweise Post-Execute, oder? Post-Execute dafür benutzt. Weil in Post-Render, obwohl es lustigerweise steht, wenn du mal die Doku guckst, da steht für Post-Render, für Post-Execute die gleiche Beschreibung drin. Komplett die gleiche. Da steht, wenn du die Ergebnisse verändern willst, dann bitte das Recite-Array und passt da einfach noch was an. Ja. Ja, genau. Das klappt aber nur bei Post-Execute, bei Post-Render komischerweise. Wenn ich da was geändert habe, hat das nicht neu gerendert. Oder nicht verändert gerendert. Vielleicht willst du Pre-Render haben statt Post-Execute. Nee, das ist doch. Use Pre-Render, aber wie gesagt, das funktioniert nicht. Die Ergebnisse sind nicht ausgegeben. Haben wir es falsch gemacht? Oder? Nicht unbedingt. Also das Problem ist halt tatsächlich, dass halt manche Dinge vor anderen kommen wollen, deswegen stehen sie im Code weiter oben, aber dann ist es halt vielleicht für manche Use Cases wiederum falsch, wenn irgendwie die, sagen wir so, Felder Pre-Render, also ein Feld Pre-Render vor Style Pre-Render kommt. Es scheint mir jetzt nicht klar, welche die das obere davon sein. In Drupal 8 wird es vielleicht mit Symfony gesetzt. Weil mit Symfony kannst du quasi die Reihenfolge von so Events steuern. Ja, weiß nicht, das ist noch nicht so ganz klar, ob das passieren wird. So, der wichtigste Tipp, Drush VD. das ist wirklich das Einzige, was man sich merken muss, auf jeden Fall. Würdest du einfach pauschal, sobald du neu installiert oder sobald du eine Stage aufgesetzt hast, einfach danach Drush VD ausführen? Ja. Okay. So, was macht das denn eigentlich? Das setzt eigentlich nur Einstellungen, die in diesem Admin-Bereich, also Administrator View Settings, zur Verfügung sind, aber sie stellt es so, wie man es haben möchte. Und nicht so, wie UX es haben möchte. Das bedeutet konkret zum Beispiel, auf der Liste aller Views werden auch die Filter angezeigt. Kann das mal zeigen? Ja, wenn du die ganze Zeit überlegst, wo du dir alle Views. Ach, das Ding, hier ist oder auf Ansicht, je nachdem, welche. Genau. Hast du benutzt? Hast du hier einen Search dabei? Oh. Und das Spannende war. Gebraucht. Ja, okay, aber sagen wir so. Weißt du, cool, dann immer schneller. Wenn du so ein paar Views hast. Ja, wenn, ja, du, klar, wenn du eine gute Beschreibung hast oder so. Ja, stimmt. Das Witzige war. Als jetzt letztens bei Google, glaube ich, nochmal UX getestet wurde, haben die gesagt, ja, es wäre voll schön, wenn man danach suchen könnte. Das wurde halt ausgeblendet per Default.
weil die UI wohl dann einfacher wäre, wenn weniger da stehen würde. Sozusagen. Gut, was macht es noch? Ich glaube, das kann ich hier mal direkt zeigen. Dieses Advanced-Ding. Dieses Vielzelt. Standardmäßig ausgeklappt. Auch schon mal. Das Master-Display nicht versteckt. Also, ich finde halt, wenn man dem Benutzer erlaubt, tatsächlich quasi Einstellungen auf dem Master zu überschreiben, dann muss man ihm das auch anzeigen, weil sonst ist ihm das nicht ganz klar, woher das kommt. Weitere Sache, ein sogenanntes Embed-Display. Das Embed-Display macht quasi nichts, aber es macht auch nichts. Ist doch klar. Ich erkläre das. Also in Code ist es tatsächlich nur Class Embed Extends andere Klasse. Okay. Und das war's. Keine einzelne Methode, nichts. Es benutzt nur Standard. Aber es ist halt nun mal kein Blog und es ist auch keine Seite und es ist auch kein Content Page. Weil man möchte nicht, dass man möchte es nur irgendwie in PHP einbinden. Man möchte es nicht als Seite oder als Content Pane oder als Blog haben oder als Attachment. Also so als Helper-Views, die wir manchmal dann benutzen. Genau. Da würdet, ich weiß nicht, was verwendet ihr dann für ein Display? Master. Ja, okay, Master. Die Helper-Views mit Master-Display benutzt. Das ist okay. Das einzige Display. Und in der Regel war es das dann. Okay, das geht natürlich. Allerdings muss man mal vorsichtig sein. Helper-Views werden oft einfach nur benutzt, weil wir die Query nicht von Hand bauen wollen, weil wir wollen, dass der Site-Builder zurück die Query nochmal bei Sortierkriterien zum Beispiel ändern kann. Alles andere bringt ja sowieso, hatten wir gestern schon mal, da war das Thema. Aber es könnte ja durchaus mal sein, dass man zum Beispiel eben möchte, dass die View durchaus, wenn man zum Beispiel, man hat einen eigenen View-Pane erstellt, man könnte natürlich auch einen Views-View-Pane haben, aber möchte man trotzdem noch was drumherum haben, warum auch immer, dann könnte man natürlich dieses Embed jetzt benutzen und dann die View eben direkt reinrendern. Man möchte eben nicht, dass die View den View-Pane erzeugt, sondern man möchte einen eigenen View-Pane haben, der noch was drumherum macht, dynamische Listen, was auch immer. Und dann würde man das Embed benutzen. Das ist, glaube ich, recht gut zu wissen. Ja, weil man braucht einfach noch eine Variante von dem Helper-View, ne? Das wir zwei brauchen. Dann. Genau. Das ist echt super, brauchen wir auch. Also, das macht auch wirklich nichts, also es rendert auch nicht noch irgendwie was außenrum, ja, genau, oder sowas. Wirklich nur plain raus. Ach, warte, muss ich ganz kurz unterbrechen. Basti? Ja? Kontext, Filter. Ja. Wie heißt das nochmal? Contextual Handlers. Nein. Wenn du jetzt in der View hier Filtermöglichkeiten angeben willst. Exposed Filter. Sobald du in der View einen Exposed Filter eingestellt hast und die trotz View-Get-View-Result nur aufrufst, er wird also nicht gerendert, wird trotzdem diese Renderschicht durchgearbeitet, richtig? Hast du mir das nicht per Exaprof gezeigt? Sobald du den Exposed-Filter in der View definierst, wird damit durchgearbeitet, auch wenn du die View nicht renderst. Achso, ja, genau. Genau. Ja, das hatten wir bei den Helper-Views. Die Exposed-Filter haben immer einmal, also 100.000 Formular-Calls hatten wir dann dabei. Wenn wir den Helper-View, was wir 20 Mal aufgerufen haben, hat er uns 20 Mal alle Exposed-Filter-Formular, also über definierter Farbe gebaut. Das war ein richtiger Performance. Das klingt nach Bug, um ehrlich zu sein. Aber. Der Wiener hat sich beschwert, warum das nicht im Issue-Tracker gelandet ist. Ja, habe ich euch dann auch gesagt, ehrlich gesagt. Was? Das ist einfach nur geschimpft. Wie ich da auf deine Persönlichkeit. Also was es auch noch macht, ist die Checkbox für Auto-Preview zu deaktivieren. Ja, perfekt. Das. Warum schreibt man das nicht groß auf die View-Seite? Das beschleunigt das Bearbeiten von der View unglaublich. Das ist so klar. Ja, das wäre sonst weil du sonst jedes Mal die Preview ausführst, bevor du irgendwie was anderes machen kannst. Dann klicken wir mal jetzt auf Preview. Und ich meine, es ist dem Benutzer, also wenn er die Preview sehen möchte, also zumindest der oder sagen wir so, der Sidebuilder, der sich ein bisschen schon mit dem Ganzen auskennt, dem ist es schon bewusst, dass er da draufklicken kann, um die Preview zu bekommen. Genau. So, was es auch anzeigt, ist die SQL-Query. Für Performance, was es auch anzeigt, ist hier zum Beispiel sowas wie Query Build Time, Query Execute Time und View Render Time. Also es misst quasi letztendlich intern, wie schnell irgendwas ausgeführt wird. Ich glaube, wie man sieht, ist View Render Time tatsächlich ein Problem. Weil das ist nur so, ja, irgendwie
paar Nodes angezeigt. Und die eigentliche Query hier, irgendwie gib mir halt die Nodes, ist eigentlich super schnell im Vergleich. Ja, aber es ist ein generelles Problem von Luca an sich, weil ja. viel auch im Hintergrund passiert. Ja, bis ein Node gerendert wird, da passiert ja erstmal die halbe Welt. Ja, ja, krass, kann jeder extra drauf, geht echt sein. Ja, ist halt das Problem, wenn man so mit Abstraktion kommt. Gut, was es jetzt hier auch noch gibt, ist, weil es in der Preview so Inline Editing, kann man hier das Feld, den Titel bearbeiten. Oder irgendein neues Feld dazu geben, aber ich glaube, das benutzt so niemand. Und das aller, oder sagen wir so, für die Entwicklung von einem View auch ziemlich hilfreich sind die Debuggen-Fehlermeldungen von Views. Also, wenn zum Beispiel ein Feld nicht gefunden wurde, das kann ich, glaube ich, nicht simulieren. Anders, was ist, das Beispiel hatten wir gestern auch schönerweise, du hast so schön, schönes Plugin geschrieben, hast aber vergessen, in der Info die Klasse mit hinzuzufügen, da ist eine Dependency, der zeigt es dir dann an. Genau. Gut, ich kann das nachher mal anzeigen, wie, also die einzelnen Schritte und wie er dann sinnvolle Fehlermeldungen dann anzeigt. Genau. Noch wenn man möchte, Views Developer. Views kann ich deaktiviert. Auch sehr schön. Richtig. Das ist jetzt nicht dabei. Also auf den Einstellungsseiten gibt es noch hier so eine Checkbox unter Advanced. Disable Views Data Caching. Deaktiviert einfach jegliches Caching bezüglich einer View. Niemals live. Einschalten. Das ist wirklich ziemlich blöd. Nochmal? Ich sag, wir reden ja hier von Entwicklungsumgebung. Ja. Auf dem Server würde ich diesen DashVD empfehlen natürlich nicht ausführen. Das DashVD ist vielleicht noch okay. So. Aber weil es tatsächlich nur Einstellungen sind, aber das Cache, genau. Das führt halt bei jedem Lauf alle Views-Hooks aus, die es gibt. Okay. So. Jetzt kommen wir mal zu der SQL-Query. Genau die, die wir vorher gesehen haben. Wenn man jetzt. Wer von euch hat schon selber SQL geschrieben von Hand? Würdet ihr das tatsächlich so schreiben? Naja, die schreiben in Klammern vielleicht. Genau, die Klammern nicht. Die Klammern nicht, ja, aber okay, vor allem würdet ihr nicht hier für jeden Scheiß so ein Field Alias, so ein Alias setzen. Also die gleichen Alias wieder, aber ich weiß ja, dass ihr das intern macht, um den Alias auch iterieren zu können, ne? Ja, genau. Also der Punkt ist, das Views Object hat jetzt eine abstrakte Darstellung von der SQL Query, beziehungsweise das Query Object hat es. Und um jetzt quasi, es führt dann die SQL Query aus, aber um auch das Resultat weiterverarbeiten zu können. In der Länderschicht zum Beispiel. In der Länderschicht, genau. Muss es halt auch entsprechend irgendwie wissen, wie kommt er hier zurück. Also, er muss halt irgendwie die SQL Query so bauen, dass das Resultat irgendwie erwartet aussieht. Wenn man jetzt irgendwie Node Sternchen schreiben würde, ja, kann halt alles mal passieren. Was ist, wenn man mehrere Tabellen dabei hat, wenn man irgendwie so einen Join macht, dann weiß Gott, wie die aussehen. Deswegen setzt halt Views für jedes Feld ein Alias. Und eigentlich habe ich auch gecheatet, weil das sonst nicht drauf gepasst hätte auf die Folie. Aber sogar für die, also für das Sortieren von Node underscore created legt das ein Alias an. Also für jedes, was du ausgeben willst, für alles. Ein eigenes Alias an. Ja, aber außer dass der Crunch nicht gut lesbar ist, dadurch ist es, also ein Alias ist glaube ich kaum ein Performance-Hash. Performance ist gar nichts. Also das ist nicht das Problem. Es wird halt nur extrem scheiße. Nehmen wir an, wir haben jetzt noch einen Join und einen Join. Dann werden ja die, erkläre ich auch nachher noch mehr dazu, aber dann werden die Aliase von den Tabellen unendlich lang. Ja, das Problem ist halt, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie das SQL selber verändern möchte und dann nur quasi das SQL oder die DBDNG, also diese Database Abstraction Geschichte benutzt, dann ist es unglaublich kompliziert, weil man
ja überhaupt nicht weiß, wie kommt denn Views auf so einen unendlich langen Tabellennamen zum Beispiel. Es ist aber hilfreich, erstmal zu sehen, was da überhaupt rausfällt, dass du das vielleicht auch mal selber in PHP-Markt mit reinschmeißt oder so. Ja, genau. Das ist halt, dafür finde ich es praktisch. Was ich halt noch cool fände persönlich, ist die schweifen Klammern weg. Ja, dass man mit den Quellen direkt mal ausführen kann. Das ist genau, das ist immer nervig. Ja, auszureichen. Genau. Ja. Warum sind die eigentlich davor? Das ist ja eigentlich nur so, dass der intern den Namen der Tabelle dann richtig zieht. Ne? Also falls sie noch einen Prefix hat. Genau, das ist die Idee. Genau. Aber ja, theoretisch, ich meine, der Kontext ist ja klar. Also in der aktuellen Seite. Das heißt, man könnte auf jeden Fall das durch den richtigen Tabellennamen ersetzen. Wenn du Sources hast, in der Settings-PHP und sagst, du hast jetzt drei Datenbanken, auf die du zugreifst, dann... Ja, dann die erste. Oder, ich meine, die SQL-Query in der Preview wird ja sowieso dort auch ausgeführt. Na, stimmt. Sorry. Also, wenn die Daten nicht vorhanden sind, gut, dann kann man sie dort auch nicht anzeigen, sozusagen. Dann muss das dann aus. Genau. Ja, finde ich auch ein bisschen. Hab's eh nicht ganz. Also klar, das hat natürlich sozusagen einen Sinn, aber für den Endanwender, also für den Entwickler, der braucht die Details ja da eigentlich nicht zu wissen. Ja. Also wie gesagt, das Problem ist halt dadurch, dass Views so diese abstrakte Darstellung hat, kann man eigentlich nicht mit eigenem SQL starten. Also man kann nicht irgendwie SQL schreiben und dann das irgendwie Views beibringen, sondern man muss eher Views quasi dazu sagen, hey, bau den Teil der Query so und so. Ich nehme mal die Query ein bisschen auseinander. Also ich glaube, das ist irgendwie also relativ zur UI irgendwie ersichtlich, dass jedes Teil so seinen eigenen Part hat. So der Select-Teil entspricht halt einem Feld, die Joins entsprechen den sogenannten Relationships, Beziehungen, glaube ich, auf Deutsch. Der Where-Part entspricht einem Filter, kontextuell oder halt nicht. Order-By entspricht einem Sortierkriterium und Limit entspricht einem Pager. Jeder Teil hat jetzt auch eine entsprechende PHP-Klasse, die dafür sorgt, dass die Query gebaut wird. Für ein Feld ist es views_handler_field. Entsprechend Relationship und Filter und Sort auch. Wenn ich jetzt ein eigenes Feld haben möchte, dann muss ich diese PHP-Klasse erweitern. Wenn ich einen neuen Filter hinzufügen möchte, muss ich entsprechend die Klasse hier unten erweitern. Das heißt, ein eigenes Feld, gemeinsam mit lediglich, dass wenn ich ein eigenes Feld geschrieben habe, muss auf dieses Feld zugreifen. Ja, oder ein vorhandenes anpassen. Zum Beispiel, wenn ich... Das heißt, darüber könnte ich auch... Ja, technisch gesehen extra viel, dann doch in den View-Ballern? Ja, genau. Genau so würde es funktionieren. Das heißt, ich würde dann mein Modul, indem ich das extra viel definiere, die Klasse, von der Klasse meine eigene ableiten? Ja, also genau. Also ViewsHandlerField rendert halt, also fügt was zur Query dazu und rendert das Feld am Schluss. Okay. Bei jetzt DisplaySuite_ExtraField läuft dieses Rendern ja letztendlich und es ist nichts in der Datenbank tatsächlich selber. Das heißt, man würde halt die Query-Methode überschreiben, die macht nichts. Und die Render-Methode lädt den Entity und rendert dann den entsprechenden Teil raus. Das extra Field. Das extra Field, genau. Das technische Sammelmodul. Ja, genau. Meistens will man auch irgendwie einen Filter vielleicht bauen, der irgendwie speziell nach Datum filtert oder irgendwie. Also, was ich nachher zeigen werde, ist ein anderes Exposed-Filter-Widget, dass man zum Beispiel dort Autocomplete mit reinbringt, statt nur einem Textfeld oder einer Auswahlbox. Ja. Genau. Jetzt kommen wir mal zu der Views-Integration. Unser Ziel ist jetzt, irgendwie unser Modul mit Views zu integrieren. Ich gehe mal zwei Seiten weiter. Unser Modul ist jetzt zufällig das Modul dblog, auch Watchdog genannt. Das ist das Modul, was quasi Logging betreibt in Drupal. Und genau, das definiert in Hook Schema seine eigene Tabelle, aber es ist leider nicht in Views integriert.
per Default. Und das machen wir jetzt mal. So was, aus was besteht so ein Watchdog-Eintrag? Hat halt eine ID, dann Benutzer, von dem Kontext aus der Watchdog-Eintrag erstellt wurde, ein Typ, also ob Error oder ein Warning oder so, und eine Message und noch weitere Felder. Genau, und wir müssen jetzt Views letztendlich sowas ähnliches wie dieses Schema, Views beibringen, damit er damit umgehen kann. So, Schritt 1, Views API. Es gibt dazu einen Hook, der nennt sich Hook Views API. Und mit dem kann man ziemlich lustige Sachen anstellen. Also das Wichtigste, also was man immer zurückgeben muss, ist ein Array mit API als Key und einem Wert, was immer 3,0 ist. Weil Views 2 benutzt schließlich niemand mehr. Aber was man noch einstellen kann, ist zum einen Path. Dort definiert man einen Ordner, in dem so eine .views.inc gespeichert ist. In dem views.inc liegen dann die weiteren Hooks von Views. Das ist dafür gemacht, dass man die Moduldatei nicht zu groß hat und entsprechend Performance. Das würde jetzt auch gar nicht funktionieren, wenn du jetzt in die Datei, in die normale Moduldatei, die Händler packst. Doch, das könnte tatsächlich funktionieren, weil... Von der Aufteilung her macht es Sinn. Genau, man möchte es nicht. Ein Feature hier ist auch noch Template Path. Und zwar, was es macht, es erlaubt quasi einem Feature einen Ordner anzugeben, in dem Templates angegeben sind. Also, wenn man angenommen hätten, irgendwie ein Feature News zum Beispiel und möchte einfach noch Templates dazu mitliefern, dann kann man diesen Pfad hier irgendwie spezifieren, irgendwie ansetzen, also irgendwie Modul, den Modulnamen und irgendwie Theme oder Template und View scannt es dann und dann sind die Templates quasi vorhanden wie im Theme. Weiß nicht, braucht man sowas im normalen Alltag? Also will man quasi das Feature extra machen? Also mit irgendwie Custom Loop Templating ohne Theme? Ja, du hast doch die Templates hinter dem Server, wie gesagt, im Theme-Ordner mit dem entsprechenden Namen, dann weiß ich, das ist jetzt kein Anhaltspunkt dafür. Also, es hat er tatsächlich mal jemand gewollt. Ja, ich weiß. Naja, weil wir es können. Genau. ja. Also, den Hook muss man immer machen, sonst passiert einfach wenig. Genau, kommen wir nochmal zur SQL-Tabelle zurück. Jede SQL-Tabelle, die Views-Integration haben möchte, muss letztendlich eine ID haben. Also hier zum Beispiel die Watchdog-ID. Was nicht funktioniert ist, wenn man einen Primary Key hat, der aus mehreren Tabellenspalten aufgebaut ist. Aus dem Grund, weil Views halt intern das so benötigt. Wenn man das nicht hat. Nur ein Primary Key. Genau. Man kann auch, also Views scheiß drauf, was in deinem Primary Key drin steht. Ah, okay. Das aber heißt, du kannst zwar mehrere haben, aber grundsätzlich wird View nur dieses. Genau, View ein muss, Feld mit Primary Key. Genau, das muss jetzt keine Nummer sein, es kann auch ein String sein, aber es braucht halt einen eindeutigen Identifier. Bei Entities ist es immer die Entity-ID zum Beispiel oder die Admission-ID. So. Gut, aber das kannst du ja dann Ding da beibringen, dein Modul, dass das, wenn das, dann speicherst du halt eine Richtig. Diese scheißegal. Ja, 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 weiß nicht, wenn du so eine externe Tabelle oder so hast, ist halt vielleicht manchmal nicht drin. Ist halt scheiße. Aber ich überlege halt, welche Tabelle nicht mindestens einen einwöchigen Identifier hat. Ja, in diesem Fall, oder? Also ich kenne so. History oder sowas vielleicht. Aber selbst das, da musst du doch einen eindeutigen, ja gut, weil du da nicht. Aber selbst da musst du noch irgendwie eine Zuordnung-ID oder was. Also irgendwas hast du noch. Nö, ich meine, History brauchst du es nicht. Da ist Node-ID, User-ID und wann wurde zum letzten Mal angeschaut. Zum Beispiel wieder dein eindeutiger Identifier. Zum Beispiel die Zusammensetzung alle User-ID und Node-ID wäre eigentlich so. Genau, richtig. Das wäre. Exakt. Das wäre, ja. Ja, ist schade. Also es geht halt technisch auch wirklich nicht.
ja, du musst halt die Tabelle erweitern. Oder man kann halt keine Basistabelle machen. Also was ist eine Basistabelle? Eine Basistabelle ist halt das, was man in dem Hinzufügen-Formular auswählen kann. Unter Show. Aber weitere Tabellen integrieren. Meistens sind es natürlich Entity-Typen, also zum Beispiel User, Taxonomy-Terms, Kommentare, Inhalt und Dateien. Ja, Notleute oder Inhalt, ne? Ja, genau. Content Vision ist selber ja kein Entity-Typ, aber man kann dann auch eine eigene Basistabelle dafür integrieren. Genau. Modul Theme Theme Engine ist zum Beispiel die System-Tabelle. Für so einen Nicht-Entity-Typ als Beispiel. Also man kann irgendwie das auch immer machen. Meine Module auswählen, die aktiviert sind. Ja, das ist wirklich sinnlos. Aber ich glaube, Watchdog ist vielleicht eher sinnvoll. Weil man irgendwie besser danach filtern möchte. Oder jetzt im Core möchte Top man. Top-10-Fehler. Top-10-Fehler der Seite, richtig. Genau. Oder Statistiken. Das ist doch was. Oder mit Rules irgendwie, keine Ahnung, die View die Liste aller Watchdog-Einträge ausgeben und wenn irgendwie zu viele Fehlermeldungen kommen, dann send eine E-Mail an X. Oder, ja. Ja, oder im Core könnte ich mir auch vorstellen, dass man das normale Listing von den Watchdog-Einträgen wegschmeißt. Wie ist das denn die Art? Das müsste ja jetzt auch rein theoretisch ein View sein, ne? Ja, schön wär's. Ja, also. Aber war das nicht so angedacht? Ja, ja. Denke ich auch, dass es sinnvoll wäre. Vielleicht können wir ja irgendwie am Tag oder so heute mal an einem Patch arbeiten. Weil, ich meine, ich erkläre jetzt, wie man so eine Watchdog-Integration oder wie man eine Views-Integration allgemein schreiben könnte. Und dann könnten wir uns ja mal zusammensetzen und überlegen, was für Features müsste alles dazu. Weil es klingt erstmal so einfach. Weil es hat halt irgendwelche Werte. Aber was zum Beispiel in der Message drinsteht, ist nur zum Beispiel irgendwie irgendwelche Platzhalter für den Usernamen und die Zeit. Und es gibt dann noch eine Spalte Variables, wo die eigentlichen Variablen drin sind. Rausrendern möchte man aber halt, dass die Tokens quasi replaced sind mit dem eigentlichen Wert. Deswegen braucht man dazu einen Filter. Der erste Teil der Views-Integration, das findet jetzt in dem Punkt views.inc, also Modulname.views.inc statt. Und dort gibt es den sogenannten Hook Hook Views Data, also beschreibt irgendwelche Daten für Views. Und dort gibt es halt verschiedene Sachen, die man machen kann. Also Data ist halt irgendwie, was man zurückliefert. Das erste ist immer der Name der Tabelle, also hier Watchdog oder auch Node zum Beispiel oder Comment oder was man auch möchte. Das nächste ist meistens irgendwie eigentlich ein Feldname, aber es gibt einen Special-Feldname, der heißt halt Table. Das sind so Metadaten für die Tabelle drin gespeichert. Zum Beispiel Group ist quasi das, was man im Views-Interface sieht, davor, in der Selectbox oder vor jedem Feld, das ist dieses Group. Sollte man setzen, wenn man das integriert hat, sonst ist es nicht auffindbar. Das nächste ist Base. Damit sagt man jetzt quasi Views, das ist eine Basistabelle. Das ist keine normale Tabelle, das ist eine Basistabelle. Und was definiert so eine Base-Tabelle? Es definiert dieses Field, also diese ID der Zeile. Dort gibt man jetzt quasi ein Feld an, was in der SQL-Tabelle vorhanden ist. Was auch wichtig ist, ist jetzt zum Beispiel Title. Das ist jetzt das, was erscheint auf dem Bild vorher. Das ist der Titel, der hier angegeben wird. Man kann irgendwie noch Hilfe dazufügen, wo das erscheint und irgendwie Gewichtung haben. Wenn ich jetzt das in ein Modul packen würde, würde jetzt entsprechend der Eintrag erscheinen. Man könnte nur noch nichts auswählen, weil noch kein Feld definiert ist. Genau, theoretisch könnte man hier zum Beispiel Table Entity Type
Unter dem Namen des Entity-Typs könnte man noch Views erzählen, hey, das ist ein Entity-Typ. Benutz mal hier noch die extra Information. Wenn du weißt, dass es ein Entity-Typ ist, dann kannst du noch irgendwie die Entities automatisch laden oder sowas. Weil der Tabellenname muss ja nicht unbedingt mit dem Entity-Type-Namen übereinstimmen. Zum Beispiel Users, da heißt die Tabelle Users mit S hin. Und User, der Entity-Typ, ist halt anders genannt. Gibt es halt noch ein Jahr. So. Jetzt erkläre ich erstmal, was ist ein Handler. Ist letztendlich eine PHP-Klasse, welche die Integration zwischen dieser Tabelle und Views kontrolliert. Kontrolliert zum Beispiel die Query. Wichtig ist, dass man nicht auswählen kann, welcher Handler benutzt wird in der UI. Das ist der große Unterschied zu Plugin, wo man in der UI das entsprechend auswählen kann. Hier ist zum Beispiel irgendwie Filtern nach dem Status, also ob der neu veröffentlicht wurde oder nicht. Das ist alles, was man hier sieht, ist Teil des Filterhändlers. Das heißt, wenn ich hier was ersetzen möchte, dann ersetze ich den Filterhändler und das macht Sinn. So, wie sieht es in ViewsData aus? Man erzählt jetzt quasi ViewsData, okay, wir haben hier die Tabelle, wir haben dieses Field, also zum Beispiel, oder dieses Feld in der SQL-Tabelle namens Type. Der Titel davon ist irgendwie Type, ein Hilfetext, irgendwelche Beschreibung. Das ausgegeben wird, wenn du dir die Felder aussuchst. Genau. Das ist eine kleine Erklärung dazu. Ja, ein bisschen blöd ist, weil eigentlich die ganzen Informationen stehen ja auch schon im Schema drin. Also theoretisch könntest du den Titel und den Hilfetext eigentlich aus dem Schema ziehen. Okay. So, und jetzt kommt das Wichtige. Das definiert jetzt für die verschiedenen Händlertypen, also Field, Filter, Argument und Sort, welcher Händler benutzt wird. Dafür gibt es jetzt den Key Händler und da steht jetzt direkt quasi der Name der PHP-Klasse drin. Wenn ich jetzt deine eigene haben willst, schreibst du hier deine eigene rein. Das ist ein Alteration-Book, ne? Bist du Alter oder so wie es? Genau. Kommen wir dann nachher dazu, wann das sinnvoll ist. Aber auch nur, wenn er in der Info drin steht, als gibt es funktioniert. Okay. Theoretisch gibt es jetzt hier auch quasi Einstellungen für den Händler. Also zum Beispiel Click-Sortable sagt jetzt im Feld, dass es halt in der UI irgendwie Click-Sortable ist. Also in einer Tabelle. Da kann man theoretisch andere Sachen noch reinlegen, aber ja, ist jetzt weniger wichtig. Wichtig ist jetzt, dass man für den richtigen Typ von der SQL-Feld das richtige, den richtigen Händler auswählt. Also zum Beispiel ist es der Typ, ist halt entweder Error, Warning oder Message von so einem Watchdog-Eintrag. Das heißt, es ist ein String. Für den Filter gibt es jetzt also UseHandler Filter String. Für ein Argument gibt es UseHandler Argument String. Die anderen beiden ist ein bisschen blöd, weil es irgendwie inkonsistent ist sozusagen, weil ein String, irgendwie ich will einen String ausgeben, dann erwartet man vielleicht gibt es ja UseHandler Field Underscore String, aber nee, gibt es nicht, weil ein Feld, ob eine Zahl ausgegeben wird oder ein String ist irgendwie ähnlich. Ja, hat sich nie jemand drum Gedanken gemacht. Genauso sortieren. Sortieren funktioniert irgendwie immer gleich. Das heißt, da gibt es jetzt keinen speziellen Händler für Strings. Ja, muss man leider wissen, was für Händler es gibt. Genau, deshalb hier mal so eine Übersicht der wichtigsten Händler. Sortiert nach, wie oft es halt vorkommt. Okay, Sort, wie gesagt, ist. Sortiert sich immer gleich, das heißt, Sort kommt einfach am häufigsten vor. Ein Feld, also das jetzt mit Views, also Views underscore Handler underscore, ist es quasi rausgeschnitten. Field ist ziemlich häufig. Was ist noch irgendwie wichtig? Zum Beispiel wichtig ist Field Date, Sort Date und Filter Date. Damit kann man
wenn man in der Tabelle einen Timestamp hat, das entsprechend filtern, ausgeben und so weiter. Auch wichtig ist Numeric, also alles, was mit Zahlen zu tun hat. Für Filter bekommt man dann zum Beispiel so, ja, die Zahl ist größer als x, kleiner zwischen, was es noch so gibt. Auch wichtig ist zum Beispiel field underscore user. Was das macht, ist, wenn man eine UID hat, kann man zu dem UID verlinken, also kann man irgendwie verlinken. Wenn man eine URL in der Datenbank stehen hat, kann man mit field underscore URL die URL auch als Link ausgeben, wenn man rewriting benutzen will. Ja, das sind so die wichtigsten. Vielleicht Boolean noch. Was Boolean einem erlaubt, ist quasi, wenn 0, 1 in der Tabelle steht, dann kann man stattdessen aber Yes oder No oder Häkchen und Kreuz oder sonst was anzeigen. Genau. Das sind aber Field-Filter, richtig? Field-Filter? Oder wo setzt das ein? Ich gehe nochmal zurück. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel. Und der Views-Händler Field. Da würde ich jetzt. Views-Händler Field, wenn ich jetzt. Field Boolean reinschreibe. Boolean, genau. Dann würde da drin stehen: Views-Händler Field Boolean. Ja, okay, verstehe. Genau, dann schauen wir das mal. Verwendet das auch dieses Custom? Dieses Field Custom? Ist das dann auch so ein Händler? Genau. Müsste dann ja so einer sein. Genau. So, ne? Das Problem ist, es erscheint jetzt hier natürlich nicht, weil es nur einmal ja, existiert. Ja, klar. Genau. Klar, aber das wäre dann ein Zweck des Leute. Genau. Genau. Den können wir uns mal vielleicht auch anschauen, weil das ist eine Spezialsache. Wie macht man größer? Das ist der Kernsteuerung plus der Maus. Muss aktiv sein. Ah, okay. Okay, das passt. Genau, wo haben wir jetzt hier Custom Text? Heißt warum auch immer Nothing. Das ist eigentlich der größte Schwachsinn. Hat entsprechend Titel, Hilfetext und Händler. Und hier ist jetzt UseHändler Field underscore Custom. Die ganzen Felder hier sind sozusagen global auf jedem View zur Verfügung und da gibt es so einen Spezialflag mit Raute Global is away. Wenn man also irgendwie irgendwas anzeigen möchte, was auf jeder View zur Verfügung stehen sollte, in, ich weiß nicht, die aktuelle Zeit oder so, als Area, in was Schwachsinn ist, da muss man. So kann man einfach diese Views-Tabelle nehmen. Ja. Dann machen wir mal den ersten eigenen Händler. Ich denke, Field-Händler sind die Händler, die man meistens benutzt. Also Drush VD ausführen, weil es bearbeitet keiner macht. So, dann erweitern wir unseren HookUseData-Eintrag um ein neues Feld. Nehmen wir jetzt dieses Message-Feld. Unser Ziel ist jetzt, eine Nachricht einer Watchdog-Message so auszugeben, dass sie menschenlesbar ist. Ich kann mal die entsprechende Tabelle zeigen. Installiert. Hier in der Variablen-Spalte ist jetzt so gespeichert, okay, Modul heißt halt eigentlich DB-Log. Das heißt, wenn man das ausgeben möchte, wenn man die Message ausgeben möchte, braucht man eigentlich nicht nur die Message, sondern auch die Variablen-Spalte.
und die VID-Spalte. Serialized Treatment. Genau, das ist Serialized mit PHP. Das heißt, nehmen wir an, wir möchten das selber machen, also wir möchten tatsächlich das ausgeben, muss unser Field-Händler sagen können, es passt nicht unbedingt, aber es muss zumindest sagen können, ich brauche auf jeden Fall auch die VID und ich brauche die Variablen zusätzlich zu meiner eigentlichen Message. Also ich passe nicht schon die Message im Field-Händler zu machen. Es gibt so eine Theme-Funktion, die, also die kommt von DB-Log, die quasi Message, also wenn man so einen Eintrag mit Message und der Variablen hat, dann ersetzt es entsprechend. Das heißt, man muss es nicht selber machen. Man könnte natürlich irgendwie in der UI den Benutzer quasi zwingen, dass er auch die Variablenfelder dazu fügt. Aber das habe ich nicht gesehen. Nicht nur einmal den Field-Händler schreiben, sondern auch nochmal für die Ausgabe schreiben, dass dann die DB-Log benutzt mit den Daten vom Field-Händler und es dann so aussieht als Message. Oder? Also was man möchte, ist ein Field-Händler für die Message-Spalte, die entsprechend das alles macht. Schauen wir mal. Das heißt, wir schreiben unseren eigenen Händler. Was man jetzt macht, ist in der Tabelle an dem entsprechenden Feld, möchte man den Field-Händler ersetzen und schreiben dort dann unser eigenes Ding rein. Das ist eine PHP-Klasse. Das heißt, weil wir hier in Drupal 7 sind, müssen wir das in die .info-Datei packen. Also wir haben der Name von unserem Händler haben wir jetzt so gewählt. Der setzt sich wie folgt zusammen. Unser Modulname, unterstrich Händler, unterstrich Typ des Händlers, unterstrich Tabelle, unterstrich Feld der Tabelle, .inc. Man legt eine Datei .inc an mit dem Namen des Händlers als Dateiname und packt dort die Klasse rein. Danach möchte ich irgendwie alles lernen, was im Cache existiert. Was man oft der Fall hat, man hat schon irgendwie eine existierende Tabelle und möchte die jetzt erweitern sozusagen. Dann gibt es den Hook ViewStater Alter, kommt halt die kompletten ViewState Data rein und dort kann man dann halt jetzt Watchdog, möchte zum Beispiel einen Löschen-Link oder so dazufügen, dann muss man Watchdog delete, fügt quasi einen neuen Eintrag hinzu mit einem Titel, einem Helper-Text und dementsprechend einem eigenen Händler. Unser Modul heißt jetzt Custom, das heißt, der Name wäre jetzt Custom, Händler, Field, Watchdog, Delete. Genau, dann machen wir das, fügen die Datei hinzu. Also erstmal keine Angst haben. Wie gesagt, das war nochmal das Ziel, diese Theme-Funktion zu verwenden, damit zum Beispiel diese Message, Error Sending E-Mail, vom E-Mail-Name, also E-Mail als Variable, richtig ankommt. So, das ist jetzt unsere Field-Händler-Datei. Was gibt es hier zu beachten? Es ist eine PHP-Klasse. Klasse, hier kommt unser Name rein, extends eine existierende. Das Wichtige ist jetzt, dass es die richtige erweitert und man vielleicht auch kennt, was es für andere Klassen gibt. Wenn man irgendwie zum Beispiel einen Filter bauen möchte, was irgendwie nochmal anders mit Zahlen umgeht, dann schreibt man nicht wie Center Filter, sondern wie Center Filter Numeric, weil es halt schon eine existierende ist. Dann kann man verschiedene Methoden überschreiben. Die eigentliche wichtige Methode für ein Feld ist, weil es nun mal was ausgibt, ist es die Render-Methode. Sie bekommt Values. Und Values ist quasi eine Zeile des SQL-Query-Resultats. Wäre jetzt hier im Watchdog zum Beispiel ein Watchdog-Eintrag. Und was die Funktion machen muss, ist den gerenderten Wert zurückgeben. Was es jetzt hier macht, das ist die Standardimplementation, ist, er holt sich den Wert mit value gleich this get value. Dieses get value nimmt quasi das SQL-Resultat
und benutzt die ID des Feldes, um es zurückzuliefern. Es gibt noch einen zweiten Parameter, mit dem man ein weiteres Feld laden kann, zum Beispiel dieses Variables-Feld. Sobald es fertig ist, muss man eigentlich die Ausgabe auch noch irgendwie durch Checkplane jagen oder sonstiges, und dafür gibt es die Sanitize-Value-Methode. So, wie schon vorher gesagt, wollen wir zum Beispiel das Variables-Feld oder Spalte und die VID-Spalte auf jeden Fall noch dabei haben. So, um das zu erreichen, muss man auf dem Objekt, also this, gibt es jetzt hier dieses Additional Fields, wo man weitere Felder dazufügt. Um das zu machen, muss man das halt möglichst früh in der View machen. Also die brauchen auf jeden Fall irgendwie den Scope vor der Query. Dafür gibt es zum Beispiel die init-Methode. Init wird genau am Anfang ausgeführt und bekommt die View und die Option von dem Feld ist erstmal nicht wichtig. Wichtig ist, dass man die Methode der höheren Klasse, also von UseHandler Field, aufruft, und das speichert dann alles möglich noch. Was man dann macht, this additional fields, fügt dann noch weitere Einträge dazu, und sobald das gemacht ist, wird die SQL-Query angepasst und man erhält auch die Variables, das Variables-Feld und das VID-Feld, und kann das entsprechend dann hier unten in der Render-Methode auslesen, und zwar wieder mit getValue, und der zweite Parameter ist jetzt Variables zum Beispiel. Dann weiß einfach, dadurch, dass das Views dieses ganze Handling für das SQL für einen übernimmt, weiß das die View, okay, die Variables ist dort abgespeichert, also kann ich mir die holen. Ein weiterer Vorteil ist davon, dass das unabhängig von SQL funktioniert. Wenn ich zum Beispiel Search API benutze, muss Search API nicht diese Render-Methode erweitern, sondern es reicht, wenn Search API einfach nur weiß, wie GetValue funktioniert bei einem Search API Use halt. Deswegen sollte man das immer benutzen, statt irgendwie direkt auf den Daten zu agieren. Und was man am Schluss dann noch machen muss, ist für diese Theme DB-Log Watchdog-Message entsprechend sich so ein Event zusammenzubauen und zurückzunehmen. Genau, das wäre soweit der erste Vielhändler. Habt ihr da gleich Fragen zu irgendwie? Das benutzt jetzt oben bei Message, benutzt du nur getValue$Values, weil das das Feld ist, oder das Standardfeld ist, was genau grundsätzlich abgegriffen wird. Richtig? Genau, genau. Also das hast du ja in anderen, in der views.inc hast du das ja als Feld definiert. Genau, das entspricht genau dem entsprechenden Feld. Ja, egal. Okay. Also. Genau. Man kann hier auch den Typ, also das wäre jetzt Message, könnte man auch angeben. Das wirst du schon, wo es danach schauen müsste. Genau. Hier in Additional Fields kann man theoretisch auch sagen, hol mir das aus einer anderen Tabelle. Wenn ich zum Beispiel Node habe und dann Revisions, und in der Revision möchte ich irgendwie was Besonderes anzeigen, also habe ich einen Händler, der auf der Revision agiert, aber ich möchte aus der Node eigentlich das Created Date haben. Ah, ein gutes Beispiel, genau. Revision hat irgendwie ein Change Date und das Node hat ein Created Date, und wenn man jetzt vergleichen möchte, ob das, also ob die Revision quasi eine neue Revision ist im Vergleich zur eigentlichen Node, dann würde man hier quasi das Node-Feld angeben bekäme dann das Feld. Das sagst du ihm, indem du hier, also statt so einem einfachen Key, also irgendwie Hinzufügen von einem Value, würdest du hier jetzt eine ID, also irgendwie du sagst es hier Node underscore created, und hier wäre es dann Away
Table und Node. Genau, warte mal. Ja, warte mal, genau, Tabelle und Feld. Ich überlege gerade, wo das drin ist. Okay. Genau, hier sehen wir ein Beispiel. Genau, das wäre das Node, die Revision-ID würde es jetzt machen. Tabelle ist die entsprechende Tabelle und das entsprechende Feld. Gut, das benutzt es die Construct-Methode, weil es falsch ist. Ja, also die Sache ist die, Views ist noch für PHP 4 geschrieben. Ja. Das heißt, der Name ist gleichzeitig. Genau, das ist ein Konstruktor für PHP 4, was es in PHP 4 nicht gab. Deshalb, man könnte es auch in den normalen Konstruktor von PHP packen. Aber, da kann ich mal ein anderes Beispiel aufführen. Ah, das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Da war es so, also, wenn die Funktion genauso hieß wie die Klasse, dann war es automatisch ein Konstruktor. Genau, genau so wie in Java zum Beispiel es auch ist. Ja, genau. C++ in der Methode. Ja, oder auch, genau, stimmt. Man möchte es in der Init-Methode haben, weil man möchte auf die Optionen zugreifen, die auf dem Handler sind. Zum Beispiel, ein Link auf dem Node ist ja eine Checkbox. Das heißt, ich möchte auch auf die Informationen zugreifen, ob das eine Checkbox ist oder nicht. Wenn es keine Checkbox ist, muss ich, also wenn die nicht aktiviert wurde, muss ich nicht irgendwie noch mehr laden, sondern kann das hier irgendwie optional machen, sozusagen. Genau das können wir nämlich jetzt auch machen. Sozusagen eine Checkbox mit einem Link auf die WhatsApp-Message. Wenn wir uns mal das nochmal vorher anschauen, per Default macht diese WhatsApp-Implementation in Core linked auf den eigentlichen WhatsApp-Eintrag. Und das wäre jetzt irgendwie schön, das auch konfigurierbar zu haben. Genau, also so ähnlich wie der Node auch so eine Checkbox beinhalten. So. Also das ist ganz schön viel Code dafür, aber das Tolle ist, was man jetzt hier lernen wird, wird überall funktionieren. Also jeder Händler, jedes Plugin kann definieren, welche Optionen existieren auf diesem Händler oder auf dem Plugin. Dafür gibt es diese Methode Option Definition. Nee, das ist jetzt erste Zeile immer hinschreiben, Options gleich Parent Option Definition, das heißt, gib mir mal alle Optionen, die auch meine Elternklasse definiert. Also das Feld definiert ja unglaublich viele Sachen wie CSS für den Wrapper, für das Label, für das eigentliche Feld, irgendwie den eigentlichen Label von dem Feld und so weiter. Damit sorgt man dafür, dass die auch mit abgespeichert werden. Nun kann man neue Optionen hinzufügen. Wir nennen es jetzt Link to Watchdog. Das muss halt irgendwie ein String sein. Und ist ein entsprechendes Array mit verschiedenen Werten. Der erste Wert, das wichtigste, ist Default. Was ist der Standardwert, der dahinter steckt? Hier in unserem Fall haben wir jetzt irgendwie eine Checkbox. Das heißt, wir möchten die Checkbox per Default nicht ausgefüllt, also nicht ausgefüllt sein. Also auf False setzen. Hier gibt es jetzt noch weitere Einstellungen. Man kann zum Beispiel sagen, das ist ein Boolean, also mit Bool True. Sorgt dafür, dass irgendwie das Export verändert wird. Man kann auch sagen, translatable. Wenn es ein Textfeld ist, kann man mit translatable dafür sorgen, dass zum Beispiel die T-Funktion benutzt wird oder IE18N benutzt wird. Zuschluss sagen mit Turn Options. Ja, fertig. Dann möchte man das eigentliche Formular anpassen. Dafür gibt es die Methode OptionsForm. Die erwartet das eigentliche Formular, was wir verändern möchten, und den FormState von dem Formular. Also wieder die Elternmethode aufgerufen, übergeben Form und FormState. Im Feldbeispiel wird es jetzt halt das Label Textfeld dazufügen, das Textfeld für die CSS-Klasse, die ganzen Checkboxen und so weiter.
Und jetzt müssen wir nur noch unser eigenes dazu packen. Dazu Link to Watchdog als neues Feld im Formular. Mit einem Titel, einem Typ, Checkbox und einem Standardwert. Der Standardwert ist jetzt this options. Dort werden die ganzen Optionen von dem jeweiligen Händler abgespeichert. Und können auch immer aufgerufen werden. Sowohl im Formular mit Link to Watchdog hier oben, als auch in der Render-Methode, this options. Das heißt, man muss sich überhaupt nicht um die Speicherung von den Daten kümmern, auch nicht um eine Submit-Methode schreiben oder so, um die irgendwo reinzupingen oder zu bringen. Das handelt das eine alles automatisch für einen. Wenn man zum Beispiel vergisst, Option Definition zu definieren, dann erscheint das Formular weiterhin und beim Abspeichern in der Oberfläche wird es auch gespeichert in die Datenbank. Aber das Problem ist, bei Features wird nicht mit exportiert. Sondern es wird nur exportiert, was hier auch in Option Definition einen entsprechenden Eintrag hat. Hat zum Beispiel Ralf. Ja, das Problem hat über Views Flag Refresh. Flag Refresh, da war das nämlich auch nicht drin. Genau. Und dann hatten wir das. Ja, ein bisschen blöd. Also was man halt machen könnte, eventuell irgendwie so ein Drush-Kommando oder so schreiben, was quasi alle Händler durchgeht und guckt, ob was abgespeichert ist, was hier oben nicht definiert wurde oder so, dann was rausschmeißt. Ja, ist es dann Views 4 sozusagen oder Views 4? Also die Frage ist, ändert ihr dann auch so Geschichten, wie, ich finde es mal so merkwürdig, oben die Options definieren? Ohne S und unten mit S. Nee, das nicht. Oder? Die oben, die return das Array. Unten wirklich wieder mal schöne Referenz. Das ist immer so inkonsistent. Entweder alles machen lassen oder alles mit Referenz übergeben. Was soll denn das? Ja, da muss ich jedes Mal warten. Ja, oder du nimmst irgendwie deine IDE und guckst halt nach, wie Option Definition. Ups, da ist ein S. Und Option Definition auf dem Field aussieht. Ja. Warum? Ich hole mir doch trotzdem das komplette Optionsform. Im einen alterst du dein Formular mit Optionsform, im anderen gibst du einfach nur die Definition zurück, die dich gehalten ist und dann geht das. Aber wenn ich mir sowieso das Optionsform von dem darüber holen muss, dann erweitere ich es doch sowieso. Nein, aber es geht ja in ein zusätzliches Form ein. Das ist ja ein Grundlage in der Basisform auch eigentlich. Über den Formstate benutzt du ja auch. Und blöd wäre es, wenn du. Also, du willst halt sowohl Form und Form-State eventuell verändern. Ja. Blöd wäre es jetzt wirklich, wenn du nur Return kannst, dann musst du Form und Form-State zurückgeben, ja. Dann musst du das wieder rausfriemeln und ja. Das ist der Stelle ist es nicht, aber an anderen Stellen hast du das mal machen. Ich finde persönlich auch das S hier extrem scheiße. Also, entweder konsistent oder einlassen. Also, die Version, die wir jetzt hier sehen, gibt am Schluss die B-Log-Message als Theme-Funktion zurück. Die erwartet halt das Event, so wie vorhin, und noch eine Option Link, also ist die Message irgendwie verlinkt. Das kann man aber verbessern, sozusagen, indem man das use-interne Linking benutzt. Also wenn man selber einschreiben würde, würde man auch nicht die L-Funktion aufrufen, um den Link zurückzugeben, sondern man würde, wie hier unten steht, quasi this options alter make link auf to setzen, was genau dem entspricht, in der UI die Checkbox zu setzen und this options alter path, also einen anderen Pfad zu setzen, der jetzt einem Pfad auf die Watchdog entspricht. Warum macht man das? Warum macht man das viel komplizierter als die drei Zeilen, die davor darstellen? Die Idee ist, wenn Views jetzt quasi den Pfad kennt, sowohl den Pfad kennt, als auch den gerenderten Titel oder das, was im Link dann eigentlich drin steht, kann es noch irgendwie Goodies bereitstellen. Zum Beispiel kann es so alle Links als Dropdown theoretisch rendern. Weil es den Link kennt und den Titel. Wenn es nur eine L-Funktion wäre,
könnte man das dort nicht reinpacken. Was man auch machen kann, ist es in einen Contextual Filter packen, Contextual Link, der um quasi die Zeile einer View herumgeht. Dafür brauchst du aber den Pfad und den Titel separat. Das sehen Leute leider nicht ein. Wir hatten eine große Diskussion darüber, warum man das machen soll, beziehungsweise warum Leute halt irgendeine Funktion schreiben, die liefert alle Links zurück, die so in meinem Objekt, zum Beispiel in einem Commerce, existiert. Und dann wurde gleichzeitig beschwert, dass es natürlich dann nicht integriert in Contextual Links zum Beispiel. Message rufst du weiterhin bis Ziel funktioniert. Würde aber nicht funktionieren, oder? Weil gibt doch jetzt nur den Link. Ja, Message ist Ziel funktioniert, aber zugegeben, tust du das Render-Link. Woher ja, das tatsächlich, das ist falsch. Du verstehst gar nicht, wo. Ja, ja, es ist falsch, richtig. Wie sieht es richtig aus? Richtig würde das hier wegkommen. Also, du willst. Schreib's kurz in der Idee. Das ist völlig falsch. Okay, warte, jetzt passt. Ja, okay. Also, so, zurück. Zurückgegeben von der Render-Methode wird immer nur quasi das innerhalb, also die Message. Die Message wird jetzt übergeben an die Render-Link-Methode, bekommt dann die als Data und liefert die wieder zurück. So ist, wie man es machen soll, ist leider ein bisschen umständlich. Alternativ könnte man ja theoretisch auch Return-Message machen und Render-Link-Methode zusätzlich aufrufen oder die ganzen Felder hier einfach so direkt setzen. Das ist halt so irgendwie der Standard, der sich etabliert hat. Richtig. Okay. Also nochmal eine Zusammenfassung, was man braucht, um einen eigenen Händler schreiben zu können. Erster Schritt ist Hook-Miss API. Blub. Entsprechend die Klasse in die Info-Datei eintragen. Die Klasse schreiben und eine Render-Methode schreiben, die das für jede Zeile handelt. Die Methoden Option Definition und Options Form implementieren, um zum Beispiel irgendwie Optionen zu haben, die Werte dann benutzen zu können. Und genau. Habt ihr Fragen dazu? Vielleicht zu fancy, was ich irgendwie benutzt habe. Kann ich einfach zurück. Nee, also wenn man zurückgeht, springt er halt an den Anfang von dieser Gruppe von Folien. Ach so, okay. Ja. Irgendwelche Fragen? Also würde man halt entsprechend die Sendermethoden mit eigenem Code irgendwie ersetzen, was man braucht. Es braucht es nicht für ein Data, um irgendwie, wenn jetzt beispielsweise du willst jetzt dein eigenes Custom Text schreiben oder einfach nur, was ich irgendwie das Markup drumherum anders bauen willst, dann brauchst du den Use Data nicht unbedingt. Ja, dann würdest du Hook Use Data Alter wahrscheinlich nutzen, um entsprechend irgendwie entsprechend den Händler zu setzen. Genau. Ja, letztendlich macht es tatsächlich, okay, um was zu ersetzen, muss man immer Alter benutzen, weil es ja davor noch nicht existiert. Beim Hinzufügen ist es nicht ganz klar, weil eigentlich Drupal das eigentlich zusammenmergen würde. Aber zum Altern auch besser, wenn man was zu einer existierenden Tabelle hinzufügt, auch besser Alter benutzen. Also, das haben wir in den Field-Händler geschrieben. Man kann jetzt andere Händlertypen auch quasi selber anpassen.
der, ich glaube, der zweite große Use Case sind Filterhändler. Was kann man denn dann, also prinzipiell funktioniert es genau gleich wie ein Fieldhändler. Das heißt, es gibt, man setzt es genauso in den Hook Views Data ein. Man muss genauso Infodatei zum Beispiel anpassen, um die neue Klasse dazuzufügen. Man extendet dann halt UseHandler Field, UseHandler Filter anstatt UseHandler Field. Hat dann auch Option Definition und Options Form, um irgendwelche Formularelemente dazuzufügen und Einstellungen. Genau, und nochmal zusammengefasst zu UseDelta, Info und Extenden. So, ich habe jetzt mal ein Beispiel gemacht, und zwar die Idee ist, das NodeTitle-Feld so zu erweitern, dass man hier eine Autovervollständigungsfunktion hat. Zum Beispiel als Exposed-Filter. Wie man das jetzt quasi angeht, das zu schaffen. Okay, ich nehme jetzt an, wir haben jetzt HookViewsData quasi gesetzt. Haben jetzt unseren eigenen Handler. Den nenne ich jetzt mal ViewsData Title Handler Filter. Also ViewsData ist das Modul, ViewsData Title ist das Modul, Handler Filter ist halt dieser Prefix und dann Title zum Schluss. Ich glaube, das müsste auch auf dem Stick drauf sein, wenn man sich das mal ganz anschauen will. Grundsätzlich kriegen wir alle deine Examples. Ja, genau. Ich kann auch weitere Examples raussuchen, die ich an anderen Orten lagere. Ja, ja. Bitte kommentier mit Absicht nichts. Das Wiener-Archiv. Ja. Wiener-Archiv. Slash geheim, natürlich. Genau, slash geheim. Ja. Und das Passwort ist 1, 2, 3, okay? Ja, ja, okay. Genau. Also, die Methoden auf UseHandlerFilter, die es so gibt, ist zum Beispiel Query. Die wird quasi aufgerufen, wenn die eigentliche SQL-Query zusammengebaut wird. Es gibt ValueForm, die wird quasi aufgerufen, wenn es ist, sie wird zum Beispiel im ExposedFilter aufgerufen, um das eigentliche Formularelement des ExposedFilters zu erhalten. Was die Funktion erwartet von einem, ist ein Formelement namens Value zurückzuliefern. Dann setzt es Views intern um auf diese Get-Parameter auf der URL zu mappen. Also es benutzt, es verschiebt dann das Formularfeld intern. Aber okay, letztendlich, was man zurückgeben muss, ist halt irgendein Formularelement. Jetzt hier zum Beispiel ein Textfeld mit einem Standardwert, was this value immer sein sollte. Also this value speichert auf einem Filterhändler den eigentlichen Wert, der gerade aktiv ist. Der kann jetzt entweder quasi aus der URL kommen, oder er kann aus den Einstellungen kommen, oder er kann irgendwie von irgendwie anderem PHP-Code kommen, der diesen Wert setzt. Wenn man nichts groß will, der dann eine Selectbox ist, dann übergebe ich es anstatt Default Value dann Options, ja, aber Quatsch. Nee, wenn du ein Select hast, immer das Value letztendlich. Ja. Genau. Wenn es jetzt zum Beispiel aber Select. Er mappt es bei einer Select, bei einem Select zum Beispiel. Ja. Richtig? Ja. Okay. Gut, das macht Form API. Also, ja. Wenn man jetzt ein Select-Feld genau, Typ Select, und dann hätte man hier die Options angegeben. Da zeige ich auch nachher gleich, wie das geht. Beziehungsweise später. Ich weiß nicht. ja. Also um jetzt diese Autovervollständigung zu machen, gibt es halt dieses Autocomplete-Path. Da gibt man eine URL an und die URL ist ein Callback, der dann den String verarbeitet, der der Benutzer eingegeben hat und dann autovervollständigt ist. Dann würdest du diesen Callback nehmen, das musst du jetzt selber noch den musst du selber in Hook-Menu bauen und die ganze Logik dahinter. Okay, wenn man irgendein Custom Widget möchte, zum Beispiel so dieses Select.js einbinden würde, dann könnte man das zum Beispiel hier machen.
Ich glaube, das ist eine Klasse, die man da setzen muss, damit es funktioniert. Und dann könnte man das zum Beispiel hier machen. Eine Methode, die ganz wichtig ist, auf Filterhändlern ist nun mal Query, weil man möchte man meistens das abfragen. Und dazu gibt und die sieht standardmäßig so aus, ganz schön kompliziert. Ich habe eine Zeile auskommentiert, so sieht sie eigentlich sogar tatsächlich aus. Aber lass uns mal durchgehen. Also die erste Zeile, this ensure my table. Sie stellt also sicher, dass die Tabelle des Feldes, in dem ich mich gerade befinde, auch tatsächlich im SQL-Eck existiert. Letztendlich geht er dann quasi die Einstellung von Views durch, sucht dann quasi raus, wie könnte Tabellen-Alias lauten für die Tabelle und fügt die notfalls dazu, wenn sie noch nicht dazu gefügt wurde. Der zweite Befehl ist jetzt add where, also füge halt neues Teil zum where hin und das lebt jetzt auf this query. This query verwaltet halt alles, was mit der Query zu tun hat. Es gibt auch add field zum Beispiel, um ein neues Feld hinzuzufügen. Es gibt auch add sort oder so. Wenn man nachschauen möchte, wie man das jetzt jeweils benutzt, ist mein Tipp einfach, in den Basishändler zu gehen, also Viewshändler field oder Viewshändler filter und dort nachzuschauen, wie das benutzt wurde, weil da sieht man es halt dann im konkreten Beispiel immer und muss nicht irgendwie in der Doku irgendwie rumsuchen, wo es dann vielleicht veraltet ist oder kein allgemeines Beispiel drin ist. Genau, das add where jetzt zum Beispiel hat leider ziemlich viele Parameter. So, der erste Parameter ist immer this options group. Das steht jetzt für eine Gruppe in dieser where clause. Also man kann ja mit oder und die Bedingungen quasi verknüpfen und hier gibt man jetzt quasi Verknüpfungsgruppe an. Aber die ist leider hier immer, ich meine, die ist direkt gespeichert, von daher könnte man eigentlich das irgendwie abstrahieren. Das zweite Feld ist eigentlich das Wichtige. Das ist jetzt quasi das, was tatsächlich an SQL als Feldname verwendet würde. So, das ist jetzt quasi Tabellenname, was this table alias ist und dann ein Punkt und das Feld, also this oder title oder this real field ist auch oft verwendet. This real field steht für das SQL-Field des Filterhändlers, wo wir uns gerade drin befinden. Bei NoTyp wäre das jetzt halt zum Beispiel Typ. Dieses ThisTableAlias, das wird durch ThisEnsureMyTable gesetzt. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einer Relationship ist, dann sind die Tabellen-Alias ja unglaublich lang. Wird dann aber genau hier reingespeichert und man muss sich darum nicht kümmern. Danach, also man filtert quasi diesen Wert mit diesem Operator. Ja, das ist also zum Beispiel gleich oder größer mit dem entsprechenden Wert. Das ist Operator und so, ja. Das ist auch eine Einstellung. Also, das Operator kannst du in der UI quasi einstellen. Ja, aber wenn du möchtest, kannst du hier halt auch in oder so reinpacken. Eine weitere Funktion, die hier oft hilfreich ist, ist die sogenannte AddWhere-Expression. Das Problem ist, wenn man AddWhere benutzt, kann man zum Beispiel keinerlei Klammern in SQL benutzen oder alles, was nicht nur ein reines Feld ist, kann man jetzt hier nicht benutzen. Wenn man zum Beispiel in SQL die Date-Funktion benutzen möchte oder irgendwie was rechnen oder irgendwelche Funktionen wie first aufzurufen, dann muss man AddWhereExpression benutzen, was hier keinen Wert und keinen Operator hat, sondern nur
den SQL-String enthält. Da gibt es Beispiele, wenn man das benutzen möchte, kann man, sollte man einfach immer Beispiele suchen. Also eine ganz kurze Zusammenfassung von Filterhändlern. Man muss sie registrieren und die wichtigen Methoden sind Query und ValueForm. Wenn man irgendwelche allgemeinen Optionen braucht, dann kann man wieder mit Option Definition und Options Form drauf arbeiten. Genau, nur nochmal zur Erinnerung, es gibt verdammt viele Händler. Und wenn man sich mit, also wenn man die Händler kennt, kann man unglaublich viel Arbeit sparen. Ein Beispiel. Ich möchte eines von x festgelegten Werten in einem Filter haben. Zum Beispiel jetzt hier die Inhaltstypen von einem Node. Ich meine, die sind letztendlich immer festgelegt. Die sind von außen hergegeben. Ich möchte jetzt nicht einen eigenen Händler für schreiben müssen, um Artikel, Basic Page und Group dort anzuzeigen, sondern ich möchte es möglichst einfach haben. Dafür gibt es den Händler UseHandler Filter in Operator. Hat also quasi, also auf SQL-Ebene benutzt es in und not in. Und was dieser Händler noch erwarten kann, ist der sogenannte Options Callback. Das ist eine Funktion, die nur Key-Value zurückliefert von möglichen Optionen. Zum Beispiel wäre das jetzt hier also alle Node-Typen. Der Key wäre halt der Name von dem Node-Typ und der Value wäre halt der menschenlesbare Name von dem Node-Typ. Und genau das reicht aus, um ein Select-Feld mit den Optionen hier unten anzeigen zu können. Genau, so etwas Ähnliches gibt es auch für ein Feld. Nehmen wir an, wir haben in dem eigentlichen Feld zum Beispiel wieder den Node-Typ als maschinenlesbarer Name, möchten aber irgendwie den menschenlesbaren Namen anzeigen. Gibt es genauso einen Händler, der nennt sich jetzt UseHandler Field Machine Name, hat wieder ein Options Callback mit den genau gleichen, also mit Turn Away, mit den entsprechenden Key und Value für den maschinenlesbaren. Und das ist alles, er handelt dann alles, lädt entsprechende Daten und rendert es, beziehungsweise filtert es. Ja, ich kann noch irgendwie weitere vorstellen. Zum Beispiel, weil Ricardo vorhin gefragt hat, wenn man irgendwie was mit Entities haben möchte. Man möchte einen Entity-Type haben, beziehungsweise das Entity-Laden, gibt es den sogenannten ViewsHandler Field Entity. Und das umgeht das Problem, dass ein einzelnes Entities-Laden relativ kostspielig ist. Die Idee ist jetzt, dass er über alle Zeilen drüber geht und alle gleichzeitig lädt, alle Entities. Und wenn man das jetzt konkret benutzen möchte, um hier zum Beispiel Entity Label aufzurufen, kann man den Entity so bekommen, dass man getValue aufruft, wie vorhin, was aber quasi beim Field Entity Händler sich anders verhält, weil es ist hier jetzt einen kompletten Entity zurückliefert. Also wenn man sowieso schon weiß, dass man auf jeden Fall im Kontext des Entities ist und man hat irgendein Feld, was sowieso schon eine Entity lädt, dann kann es hiermit ganz einfach sein, irgendwie ziemlich komplexe Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel ein Display Suite Custom Extra Field zu rendern. Ja, habt ihr da Fragen zu? Ein bisschen viel.